Tada! Folge 40. Ihr schaut jetzt seit 40 Folgen zu, wie ich hier nur Blödsinn verzapfe, oder? Es ist unglaublich. Okay, bevor wir an das Großprojekt Sortiermaschine gehen, weil ich werde mir jetzt ganz viele davon bauen, der Raum wird hinten angeschlossen, hatte ich ja in der letzten Folge bereits erwähnt, möchte ich erstmal noch was machen. Und zwar hätte ich gern dafür Basalt. Und ja, nochmal, nehmen wir mal 4 Stück raus. Und, ach verdammt, der sortiert hier wahrscheinlich immer noch sich zu Tode. Viel zu langsam eigentlich, aber egal. Lass mal ihn sortieren. Die Säge. Klack, 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 klack. So. Und wir haben mal wieder keine Musik. Musik wäre gut. Ah, schön. So. Da hätte ich gerne noch 8 Stück. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das aussieht, aber ich fand die Idee ganz toll. Und zwar hätte ich hier gerne einen Schreibtisch. Das Problem ist nur, ich glaube, doch, das geht. Nee, es geht nicht. Ach, Mann. Doch, wenn ich so mache, glaube ich, genau. So. Das ist doch definitiv ein mir angemessener Schreibtisch, oder nicht? So von der Größe her bombastisch so. Den unterteile ich jetzt aber nochmal. Und zwar hier einmal das. Nein. Ach, ist ja Basalt. Basalt macht sich schlecht. Und ich habe meine Spitzhacke natürlich in die Sortiermaschine geworfen. Zum Glück hat er sie noch nicht weggenommen. So. Einmal da hinten und einmal hier. Klack. So, quasi so als Schubfachablagesystem. Jetzt kommt hier und hier noch eins hin. Mal gucken, ob es nachher so passt, wie ich mir es vorgestellt habe. Okay. Dann kommt hier ein Regal in die Ecke. Da werden wir noch mehr Strips brauchen. Die 8 Stück habe ich jetzt schon erstmal schlafen. Ja, ich mag schwarze Möbel. Ich könnte jetzt auch Holz nehmen, aber ich mag schwarze Möbel einfach. Machen wir nochmal 8 Stück. Okay. Klack, klack, klack. Ja, das sieht doch relativ stylisch aus, oder? Schon recht cool. Gut, da wäre jetzt natürlich noch eine Möglichkeit, hier vorne diese Dinger ranzusetzen. Aber der Zugriff soll ja erhalten bleiben. So, dann hätte ich gerne noch mehr Bücherregale. Yep. Ach, diese schöne, beruhigende Musik dazu. Und ich mach's wieder falsch rum. So. Tack, tack, tack. So. 21 Bücher. Holz. Holz, 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 Holz. Da. Ja, es kann ja nicht sein, dass hier nach 40 Folgen immer noch kein Wohnzimmer da ist. Das geht ja nun gar nicht. Also das ist ja das Mindeste. So, und zwar hätte ich die gerne hier noch in der Ecke. Sehr schön. Hier noch nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, ich wollte die hier lang ziehen, oder? Ja, genau. Nee, es ist... Okay, jetzt zerstöre ich erstmal ein Bücherregal. Das ist 1:4. Ja, so sieht schick aus. Mehr oder minder. Dann brauche ich einen Stuhl. Was natürlich schon sehr interessant ist. Ich denke, ich werde sowas... Ja, das mache ich. Mit dem
Microblogs, wie sie ja doch heißen, wie ich mich ja leider aufklären lassen musste, kann man doch eine Menge Unsinn treiben, auf jeden Fall. So, Slabs, und aus den Slabs machen wir einmal noch die hier. Okay. Weil ich nehme die Sachen nicht mit. Wozu auch? Klack und das. Okay. So, und zwar kommt ein Slab hier einfach. Na, es ist zu nah. Wie sieht das so rum aus? Das ist zu niedrig, oder? Ah, wir gucken uns das mal an. Es ist auf jeden Fall zu hoch. Ein doppelter. So, dann kommt einfach der hier rauf. Und hier vorne kann ich... Das ist zu viel. Das ist echt... Das ist zu hoch. Verdammt. Wie mache ich das denn jetzt sinnvollerweise? Ah, ich weiß wie. Nee, das geht auch nicht. Ach Mensch. Das sieht alles nicht aus. Ja, passt. Dann brauche ich Stone. Das war normal. Kein Cobblestone. Du arbeitest hier noch? Ja, sieht so aus. Das kann ja noch 1, 2, 3 Jahre dauern. Und Stone hier rein. Ja, ist natürlich jetzt super, dass ich das Ding... Ich lasse es an. Das ist mir sonst echt doof. Es dauert ja jetzt hier Jahre, was zu kochen drin. So sollte das ja dann nicht aussehen. Mal gucken, ob ich das Rezept noch zusammenkriege. Na komm, hau rein. Ich guck vorsichtshalber mal nach in der Zeit. Kann ja nichts schaden. Ah, das war mit einer normalen Glasscheibe, okay. Dann ist ja gut. Ich dachte mir, dass da irgendwas anders war. So. Klack. Dann verbraucht er halt Energie. Ist mir egal. So. Redstone. Glasscheibe. Yippie! So, jetzt kann ich mich den ganzen Tag hier hinsetzen und Snake spielen. Worm. Super. So, starte das mal, genau. Hat was, oder? Ist jetzt ein bisschen, wir werden die beiden hier einfach doch noch nach außen versetzen. Ich dachte, es sieht besser aus, wenn es unsymmetrisch ist, aber da habe ich mich wohl ein wenig getäuscht. Okay. Klack. Und klack. So. Sehr schön. Jetzt hätte ich gern noch ein helles Sofa. Dafür brauche ich Wolle. Nee, kein Schnee. Auf Schnee ist, glaube ich. Oh, das ist ziemlich kalt, glaube ich. Ziemlich kalt. Reicht mir ein Wolle? Ich finde, ein Wolle ist ziemlich wenig. Schwarze Wolle. Hm. Ich glaube, das wird zu wenig. Die halbieren. Okay. Die hier vierteln. Okay. Mal gucken. So. Hier hin? Ja. Würde ich sagen. Und ich habe es wieder nicht mitgenommen. Ich sag, die Project Table, die ist echt nicht witzig. Da legt man immer alle Sachen rein. Und vergisst sie denn. So, so. So, so. Achso. Dann natürlich. Kann man die auch dünner? Na, man kann die nicht mehr halbieren. Schade. Ja, Basalt ist, glaube ich, ziemlich hart. Für so ein Sofa.
Okay. Dann haben wir hier schön einen bequemen Sessel stehen. Ach, ist das toll. Eigentlich wäre noch ein bisschen mehr weiße Wolle sinnvoll. Ich gehe mir mal eine Schere basteln. Habe ich jetzt alle Eisenbahnen hier drin? Mann, diese Sortierbox ist echt der Hammer. Vor allem irgendwas stimmt hier nicht. Der packt es mal wieder rein. Wo ist das Problem? Oh nein. Oh nein. Och, ich wundere mich, warum der nicht sortiert. Der kann nicht sortieren. Wo ist er? Wir haben eine Blockveränderung herbeigeführt, als wir den Block hier rangesetzt haben. Und damit ein Redstone-Signal gegeben und dadurch mag er jetzt nicht mehr. Das ist hier nämlich falsch ausgerichtet, 100 Pro. Ja. Super. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt hier noch richtig. Die ist richtig und die auch. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil die Redstone-Fackel hier unten nämlich blöd sitzt. So, das heißt, wir müssen jetzt noch tiefer gehen. Setzt die Redstone-Fackel hier drunter. Puh, gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich hätte ja hier noch wahrscheinlich 60 Folgen lang darauf gewartet, dass sie überhaupt mal irgendwas sortiert. Okay. So. Sehr gut. Jetzt sortiere aber auch. Brav. Ich wollte mir eine Schere basteln. Und dafür brauche ich normales Eisen. Und ich habe kein normales Eisen, oder was? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Doch, hier. So. Schalala. So. Schafe. 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 Wir haben keine Schafe mehr. Die Schafe sind alle ausgezogen. Die dachten sich, ne, jetzt baut er hier einen Stall hin, da pieseln wir uns hier mal schnell. Das geht ja nun gar nicht. So, die haben hier Schweine im Stall, noch mehr Schweine. Ich hoffe, wenn es euch Spaß macht. Ich möchte lieber was mit weißem Fell. Bitte, bitte. Ja, sag mal, diese Löcher hier überall, das ist echt unglaublich. Aber das Kohle. Nee, jetzt nicht. Mal ein bisschen auf die Prioritäten achten. Prioritäten. Und es wird dunkel. Verdammt. Sind hier keine Schafe mehr? Mann, 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 Mann. Hier klappt aber auch alles. Alles. Dann einmal zurück zum Haus. Wir fliegen in den Sonnenuntergang. Der Himmel wird rot. Ist das schön. Und ich schneide endlich diese blöden Dinger hier ab. Die gefallen mir nämlich gar nicht. So. Die hätte ich gern. Bitte anders. Muss ich mir auch noch was einfallen lassen zu. So. Bettchen-Time. Ach doch, das sieht auf jeden Fall ein ganzes Stückchen gemütlicher aus, so mit Computer und Bücherregalen. Und mein schönes Sofa. Ich mag Sofa. Okay. Irgendwo. Genau. Jetzt machen wir das nämlich einfach ganz simpel. Und schummeln ein wenig. So. Ein Wollblock. Und ein halber Wollblock. Und ne. Einmal das. Und einmal das. Klack. Klack. Und wir haben trotzdem keine Schafe. Das heißt, es wird bald eine Schafsuche geben nach den Kühen. So. Oh, da hätte ich ja doch zwei nehmen können von. Okay, dann. So. Haben wir jetzt noch Corner von dem Wollezeug? Ne. So. Jetzt kann ich mich hier auch richtig schön reinflezen
Ist das nicht toll? Ach, schön. Super. Ach ja. Oder an den Computer setzen. Und ein bisschen Let's Plays aufnehmen, ne? Ja, hier müssten noch so ein paar Sachen rein, aber ansonsten ist es ja gar nicht mal so hässlich. Gut, dann suchen wir jetzt auch gar nicht weiter Wolle, sondern wir werden schaufeln für den Rest der Folge. Und zwar genug Platz, um das ganze Sortierding hier auf die richtige Größe bringen zu können. Ich denke mal, wenn wir das Gebäude hier nochmal doppelt so lang machen. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir gehen noch 14 in die Richtung weiter. Da ist ja jetzt genug zu tun. Wie viel Kohlestaub haben wir eigentlich noch? Gar keine. Hier sind noch 4. Reicht also definitiv nicht für einen zweiten Diamanten. Ah, schade, schade. Aber wenn wir schon dabei sind, komm. Was haben wir hier stackweise? Machst du hier Eisen und Zinn? Eisen und Zinn. Achso, macht er ja nicht zusammen. Egal. Lassen wir ihn. Okay, meine Schaufel habe ich nicht. Aber langsam wird das Ding hier wenigstens leer. Das finde ich schon mal schön. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also mindestens bis hierhin. Okay. Und das ganze Ding dann hier, den ganzen Block abtragen. Wird bestimmt keine äußerst aufwendige Sache. Vor allem wird es nicht aufwendig, diese ganzen Kisten wieder zu entleeren und umzuschichten. Keine Ahnung was. Da werde ich wahrscheinlich dann die Röhren einfach vorher schon verlegen, damit wir den ganzen Mist gar nicht mehr haben. Und dann können wir das gleich von Anfang an mit eingeben und so und den Spaten zerhauen. Super. Das ist schön, wenn es hier lang fließt. Ja, ich mag Technik-Spielzeuge, aber ansonsten würde ich das hier auch nicht spielen. Ich hätte gerne blaue Schaufel, bitte. Und zwar am besten gleich zwei. Tack, tack, tack. So. Zwei blaue Schaufeln. Warum habe ich jetzt 4 rausgenommen? Egal. Bleiben die beiden im Tier drin. Ist gut. Wir haben ja bald was, was uns alles automatisch sortiert. So. Dann dahin und weitermachen. Ich muss eh den Berg da nach vorne noch abtragen, weil wir können ja hier nicht in der Kuhle leben. Das geht ja nun gar nicht. Aber ihr guckt mir auch gerne beim Abbauen zu, oder? 40 Folgen. Mann, Mann, Mann. Wie viele Stunden ich jetzt hier schon dran sitze. Und wie man schön beobachten kann, wenn man sich so die erste Folge mal anguckt. Mal von der Qualität vom Mikro und... Ich glaube, das gehört. Vom Mikro und von den Aufnahmen abgesehen, weil das war ja echt doch miserabel. Ist das hier schon echt erstaunlich, was sich so entwickelt hat. Und vor allem, die ganze Zeit bin ich am Labern. Irgendein Mist, also zumindest den größten Teil der Zeit. Ihr könnt mir unter dieses Video mal kommentieren, ob ich Dünnpfiff laber die ganze Zeit oder ob es okay ist, was ich erzähle. Man möchte ja auch für die Zukunft lernen. Ich meine, ich kann euch auch gerne Sachen aus meinem Privatleben erzählen, wenn euch das lieber ist. Kann ja sein, dass ihr gern wissen wollt, was ich mache oder was auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas halt. Dann erzähle ich euch eben irgendwas anderes als irgendwelche Minecraft-Sachen oder Belanglosigkeiten wie ich trage jetzt gerade Erde ab. Erde, 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 Erde. Nur Erde. Verdammt, da müssen wir ja noch mehr Bäume fällen, ne? Wie viele Stacks Erde hier schon wieder draufgehen? So.
So, jetzt werde ich einfach mal einen komplett wegnehmen am Rand. So, ich werde mir nur mal markieren, wo ich... Ja, ich möchte natürlich auch nicht in ein Loch fallen. Also mit Keller bauen wird es hier schwer, oder? Wir nutzen die natürlichen Keller. Hm. So, also bis hierhin möchte ich mein Haus und bis hierhin. Ne, bis hierhin. So. Dann ist das schon mal, wenn wir hier einfach Säulen aufbauen. Damit ich das nicht die Orientierung verliere hier. Aber auch da, da ist ein Creeper. Ist ja süß. Hahaha. Ich hab den Dreck auf den Kopf geworfen. Okay. So, dann tragen wir hier einfach nochmal zwei so ab. Damit man sich hier nicht ganz so eingebuddelt vorkommt. Ja, ja, ja. Umbauen ist echt eine tolle Sache. Vor allem muss ich hier echt bis ganz nach vorne. So. So, und hier müssen wir noch komplett weg. Gut, dass die Schaufel schon relativ schnell ist. Das wäre jetzt so mit einer Holzschaufel bestimmt lustig. Oder besser gesagt, dann wahrscheinlich mit potenziell 600 Holzschaufeln. So. Mann, wenn ich mir überlege, dass ich da vorne den Strand auch noch abtragen will. Wo ist ein Strand vorm Haus? Ist eigentlich auch eine coole Sache. Muss ich ja mal sagen. Also hätte ich zu Hause echt gerne. Ist allerdings bei mir mit Strandnähe nicht ganz so gegeben. In Berlin. In noch Berlin. Mal gucken. Ja, da, da, da. Ich sag ja, wir verbringen die gesamte Folge damit, Erde abzutragen. Und so viel ist es noch nicht mal. Wenn ich da andere angucke, die ganze Berge aufschütten in ihren Let's Plays, dann sind wir ja noch recht human mit so einer Aktion hier. So. Und die Schweine rennen hier blöd durch die Gegend. Und denken sich auch, Mann, sind die doof. Aber ich hole mir euer Fleisch noch. Keine Panik. So. Ich wollte ja wenigstens in der Folge jetzt hier noch das Skelett aufstellen. Ich will aber nicht schon wieder 30 Minuten Folge machen. Die Folgen werden langsam echt zu lang. Ich meine, wir sollen das alles gucken. Aber wenn ich sie kürzer mache, kommt ja auch wieder kein Inhalt zustande. Auch nicht so ganz in der Sache. So. Jetzt kann Rasen wachsen. Wenn wir mal hier noch so ein paar Einschnitte reinbauen. Dann können wir sogar durchmachen hier. Oh, hier ist ein Pool, cool. Okay, also ein See. Dann werden wir den hier einfach so klack abschneiden. Und hier noch so ein bisschen. Sehr schön. Und dann haben wir hier so einen schönen kleinen eingebauten Teich. Ist ja schick. Mit Lehm, oder? Ne, das ist Stein. Schade. Würde schon sagen, es wäre mir da aufgefallen, oder? So, und dann gucke ich jetzt, ob wir noch genug Holz haben. Nee. Nicht wirklich. Tja. Aber er sortiert die Kiste Tatsache leer. Und sortiert die wahrscheinlich auch richtig ein. Wow. Es funktioniert. Und ja, den benutze ich noch. Da kommen, aber nicht, wahrscheinlich nicht hier. Der passt da aber einfach nur so perfekt hin. Okay, so. Jetzt stellen wir zumindest die Stützpfeiler noch auf. Das muss noch sein. Boah, so viel freie Fläche. So, kurz den hier weg. Klack. Holz her. Habe ich doch 4, oder? 2, 3, 4. Warum mache ich das eigentlich nicht? Ja.
Also, oh, da habe ich eine total gute Idee, das machen wir gleich noch. Wenn die Stützpfeiler hier stehen. 1, 2, 3, 4. Und zwar... Ja, haben wir noch genug. Das ist das schön. Das wird jetzt hier so eine Showgrube. So. Und zu. Ja, das ist doch mal cool. Das gefällt mir echt richtig gut. So ein natürliches Riesenloch, wo man einfach mal nach unten gucken kann. Klasse. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, das sieht doch komisch aus. Das sah nicht so passend aus. So. Okay, komme ich da noch ran? Ja. Aber schwer. Klack. So, und wenn das Holz alle ist, ist die Folge alle. Das war genau jetzt. Beim nächsten Mal bauen wir dann noch genug Holz ab, um weiterzumachen. Und hier wird... Boah, das wird ein Riesengebäude. Meine Güte. So, jetzt kontrolliere ich nochmal schnell den Quarry. Ob der uns noch ein paar Kohlen geliefert hat, damit wir endlich unseren zweiten Diamanten zu... Stande bekommen hier. Hier nicht. 8 Stück. Mensch, bombastisch. Und es ist langsam kein Platz mehr drin. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal wieder ein paar Sachen rausstibitzen. Und ich habe keinen Platz für mehr Sachen. Okay. Wie tief bist du denn jetzt schon? Oh. 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 Er hat wohl, ja. Eine Höhle gefunden. War ja fast absehbar. Na, da können wir uns ja noch mal drum kümmern. Gut, liebe Leute. Das war's dann auch für die 40. Folge. Denkt dran, reinzuschreiben, was ich anders machen soll, was ich anders reden soll, wo ihr Interesse dran habt. Und ich versuche dann wie immer darauf einzugehen. Also, viel Spaß!